Congratulations to everybody. Ja, it's out. Ich möchte euch mitnehmen auf eine Reise. Happy Release. Es ist extrem spannend, diese Sendung zu machen. Es macht extrem viel Spaß. Es ist urlustig, so viele verschiedene Personen kennenzulernen. Und wie sie reagieren, wenn sie nicht in ihrer Comfortzone sind. Das taugt mir. Music Impossible ist entstanden, weil die Henrike, glaube ich, damals uns kontaktiert hat. Henrike hat bei der Def Media gearbeitet, mittlerweile nicht mehr, aber die war die Zündung dieser Idee. Ich glaube, sie hat das Konzept geschrieben, oder? Wenn mich nicht alles täuscht. Henrike. Und ja, und sie hat dankenswerterweise an mich gedacht, beziehungsweise an uns. Und wir waren schon relativ früh in den Entstehungsprozess involviert, was dieses Projekt einfach auch so spannend gemacht hat, weil wir befinden uns in der glücklichen Situation, wirklich doch irgendwie regelmäßig Angebote zu bekommen, im TV zu arbeiten. Und ich glaube, wir sagen öfter nein als ja. Und somit war das definitiv ein Projekt, das viele Punkte durchlaufen ist und viele Checkboxes getickt wurden, wo wir dann gesagt haben, ja, das hört sich gut an und spielt sich gut an und ja, und es ist genauso geworden. Was ich extrem liebe, neben dem, dass wir stark eingebunden sind und eben auch im kreativen Prozess mitschaffen, ist die Tatsache, dass eigentlich so wenig als möglich geskriptet ist. Bei Kommt drauf, ja, das kann ich schon, aber ich tendiere dann dazu, wieso geht denn das jetzt, ohne jemanden zu offenden, ein bisschen eine Sprachpuppe zu werden. Also so ein bisschen runtergelesen, ein bisschen auswendig gelernt. Und je weniger Vorgabe ich habe, desto mehr habe ich das Gefühl, passieren natürliche Gespräche und man lernt die Personen einfach extrem gut kennen, wenn sie in so einem, ja, unaufgeregten Setting sind. Also die Personen, die wir bisher hatten in der Show, die habe ich kennengelernt, indem, also Marianne und Echo Fresh kannte ich, aber an dieser Stelle sei echt der Redaktion zu danken, weil ich krieg Dossiers, nennt sich das, das ist wahrscheinlich eher ein gängiger Begriff, oder, für eine Sammlung an Informationen, und die lesen wir durch und das sind halt eine Quadrillion YouTube-Links, die ich mir alle anschaue und meistens fahre ich dann immer in so ein Rabbit Hole. Wenn ich dann anfange, mich mit einer Person zu beschäftigen, dann denke ich mir, ah, und was ist dann passiert? Ah, das war da so, was, die kennen sich, also weißt du, so ein bisschen, es ist wie wenn man so ein Teenager ist und so fanatischer Fan. Das passiert mir dann immer wieder, dass ich dann alles wissen möchte. Zudem fühle ich mich dann natürlich dann mega vorbereitet und auch excited, die dann kennenzulernen, weil, ja, ich weiß nicht, ich bin ja nicht so oft auf dieser Seite, dass ich die Person bin, die der anderen Fragen stellt oder irgendwie nichts gefragt wird selber. Ja, und ich fühle mich halt dann extrem gut vorbereitet und durch diese Vorbereitung und durch diese Sicherheit, die ich habe, segle ich dann auch durch diese Drehs durch, weil am Ende des Tages ist wirklich mein einziger Job, ihnen zu sagen, welche Genres sie zu bedienen haben und abzufragen, wie es ihnen geht. Und das ist natürlich cool, je mehr Backstage-Infos du hast, desto besser kannst du überraschen. Nicht, dass das mein Goal ist, aber es ist natürlich schon cute, wenn sich die andere Person dann auch gesehen fühlt von jemandem, die sie nicht kennt. Ja. Was wir alles machen oder was ich alles mache, bevor so eine Produktion überhaupt startet, ist natürlich immer im Hintergrund bürokratisch, logistisch, vertraglich einfach ein Wahnsinn, aber das ist alles zum Glück nicht das, wo ich am Tisch sitzen muss. Und dann, was mir halt immer wichtig ist und was bei mir auch immer wichtig ist, ist halt schon mein Look, weil das ist ein bisschen meine Power, dann was anzuziehen, was ja, mich motiviert, mich sicherer macht und mir auch viel Freude bereitet. Und da habe ich jetzt mit dem Gianluigi Porcu gearbeitet, das habe ich jetzt sehr französisch ausgesprochen, Porcu, gearbeitet, mit dem ich ein Shoot hatte vor letztes Jahr, 2 Jahre, mit dem Timo zusammen. Da habe ich den Gianluigi kennengelernt und war von seinem Look so begeistert, dass ich mir gedacht habe, ich möchte mit ihm mehr machen. Und an diesem Set war auch die Stefanie Melin, die mir die Haare gemacht hat und das Make-up gemacht hat. Und ich war so, ah, okay, I think I have to step up my game. Weil wenn man ganz viel RuPaul's Drag Race schaut und Ru malt sich auch nicht selber an und schaut einfach sensationell aus, denke ich mir, maybe there are people who can do it better than I do with myself. Und das war
natürlich mal von vielen Fittings und von Moodboards austauschen bzw. Referenzen abfragen. Dann bis hin zum tatsächlichen Moment, wo du dann den Look hast und dann sitze ich bei der Stefanie in der Früh und dann werde ich angemalt und es ist einfach so relaxing und so beruhigend und ich kann mich so gut vorbereiten auf das, was ich dann tun soll, nämlich moderieren und sprechen und energetisch irgendwie auf dem bestmöglichen Level sein. Und da merke ich schon, dass diese 2 Stunden, die ich da mit der Stefanie allein habe, das ist einfach extrem, das ist so nice. Und dann schaue ich in den Spiegel und denke mir nur, Alter, Vater, wie machst du das immer? How do you do it? Also, abgesehen von der persönlichen Ebene, die ich mit diesen Menschen habe und meinem ganzen Team, ist es natürlich dann auch die Professionalität und das Talent, was die alle einbringen. Und dann denkst du, ja, ciao, okay, bis die dir nicht mehr zugeht. Ich habe von meiner Mama so eine Reisenervosität geerbt bekommen. Die habe ich mittlerweile nicht mehr, aber ich glaube aufgrund dessen, weil ich mich einfach nicht mehr zu lange damit beschäftige, wo ich hier hin muss. Weil meine Mama ist so, die kommt eine Woche vorher, fängt zum Bocken an. Bockt ein, bockt aus, bockt ein, bockt aus und dann die Karten, das Zugticket und was der ist. Also das ist irgendwie in meiner Kindheit verankert. Reisen ist gleich Stress, was in meinem Job echt nicht von Vorteil ist. Drum hat mein System da irgendwas erfunden. Ignoranz gepaart mit Faulheit. Wir beschäftigen uns dann damit, wenn es sein muss. Und das ist auch eine Art der Preparation, die in mir vorgeht. Dann reisen wir halt an und dann in dem Fall war meistens dann immer ein Fitting. Am Tag vom ersten Dreh, da haben wir dann alle Looks durchgefittet für die Episode und dann geht es meistens schon relativ früh los und die Stefanie meint mich an und dann geht's los. Und ja, und dann beginnen die Drehtage und ich meine, wir haben es 2 Episoden abgedreht. Es ist immer extrem viel Learning dabei. Das heißt, alles, was wir schon wirklich auch geplant haben für den nächsten Tag, kann dann im Laufe des Tages wieder umgeworfen werden, wenn wir draufkommen, okay, es erzählt irgendwie ins Leere oder es tut am Ende des Tages gar nicht so viel, wie wir uns gedacht haben. Und es ist natürlich auch cool, dass diese Sendung Potenzial hat, zu wachsen und im besten Fall hört man nie damit auf. Und schon von der ersten Episode auf die zweite merkt man einfach, wo getweakt wurde und wo man sich dann denkt, wow, okay. Das ballert jetzt schon noch mehr. Mein allererster Drehtag war mit Marianne Rosenberg. What a start, oder? Also ich kenne natürlich Marianne, wie ich sie nennen darf. Oh mein Gott! Frau Marianne Rosenberg. Was soll ich denn hier kennen? Marianne, darf ich dich rausholen? Natürlich den Boxhagener Platz. Oh. Aber ja. Bürgeramt, ist derjenige auch Koch oder so und macht Burger? Oder? Ich liebe es, du versuchst es schon herauszufinden. Ja. Glaube ich, Koch ist die Person nicht. Ich mache dir so türkische Sucuk mit Ei, wenn du willst, morgens, aber ansonsten kann ich nicht so gut kochen. In dieser Lokalität natürlich gespannt. Wird spezifische Musik gespielt, mit der du zu tun haben wirst. Na, dann gehen wir mal rein und wir sollen die Musik anmachen, oder? Na, so einfach mache ich es ja nicht, Marianne. Volksmusik, Schlager war immer ein Riesenteil bei uns daheim, in meinem Elternhaus. Und ja, das ist schon ein Wahnsinn, wenn du dann die Frau kennenlernst, die irgendwie nicht zuletzt auch für unsere Community extrem viel da hat. Für die Queer Community viel getan hat in einer Zeit, wo es wirklich nicht populär war, sich mit queeren Persönlichkeiten abzugeben. Und sie dann zu treffen war... einfach geil. Also ich meine, genau das, was ich mir erwartet hatte, habe ich bekommen. I got a diva in the best meaning of the word. Sie weiß, was sie will. Der Look war einfach ein Wahnsinn. Sie kommt einmal mit der Sonnenbrille und setzt sie nicht ab, bis sie sich hingesetzt hat. Ich meine, das ist das, da will ich auch hin. Verstehst du? Das ist die Energy, die mir taugt. Du hast ja gesagt, das hat damit zu tun, was für Musik hier gespielt wird, ne? Absolut. Da habe ich gedacht, naja, das kann ja nur irgendwie was ganz Krasses sein. Also, ja. Entweder... Du vermutest was Krasses? Ja. Ich glaube, ich kann nicht für uns beide sprechen, du sitzt aber trotzdem. Ich glaube, wir haben uns gegenseitig ineinander verliebt. Und es war echt der Gaudi. Ich habe mich dann zu ihr zum Essen eingeladen. Diese Einladung hat sie dann nie wieder aufgenommen. Wahrscheinlich wird das nicht passieren. Marianne, let's cook something together. Und ja, abgesehen von ihrer unglaublichen Professionalität und ihrem Talent, hat sie auch einen Humor, der scharf ist. Die hat echt, also nachdem sie wusste, welches Genre sie bekommt, ist sie gekommen mit Hip-Hop, R&B, Rap, Slang-Words,
Ich sag, okay, alles klar. Also, wenn Marianne Rosenberg was macht, dann machst du das ordentlich, habe ich festgestellt. Na, ich weiß ja noch nicht, was ich machen werde. Da kann ich jetzt ganz leichtfertig dahin sagen und wenn ich mir dann einen abbreche, werde ich es dir nach dem auch nicht erzählen, sondern so tun, als wäre es mir gerade so eingefallen. I cannot wait. This is how we do it. Ich habe die Marianne dann auch im Studio besucht. Ja, sie war extrem geschäftig. Die gibt schon Gas bei alle, also das... Die ist schon a boss, I would say. Sie weiß extrem, was sie will und was sie nicht will. Und dementsprechend ist dieser Aufnahmeprozess, glaube ich, relativ schnell gegangen. Die hat ein paar Takes eingesungen. Und ja, ich glaube, wenn du so lange im Geschäft bist, dann weißt du einfach wirklich, was zu tun ist. Das funktioniert ganz gut, ne? Ich finde es super. Auch mit dem Groove oder so, ne? Absolut. Oder bin ich dir zu wenig Zeit? Und war sie nervös? Ja, sie war, es ist mir schon... Sie war natürlich unsicher, weil sie macht was sie vorher noch nie getan hat und sie gehört zu den Menschen, die dann doch ihrer Fanbase in einer Art und Weise was geben will, was sie auch verlangen. Und ich glaube, wenn man dann was ganz Neues macht, dann hat man diesbezüglich auch natürlich Unsicherheiten. Aber ja, am Ende des Tages war es eine Gaude, wie man Gaude gehabt. Echo! Hey! Alles klar! Alles passend! Wie geht's dir? Ja gut, ist hier nicht kalt, aber... Mir ist extrem kalt, deswegen dachte ich, mir gehen wir direkt auf den Drink, weil wir haben ja auch ein paar Sachen zu besprechen. Du weißt ja was ich nicht weiß, ne? Ich weiß alles. Hier geht's rein? Hier geht's rein, ins Kumpelnest 3000. Aha. Ist vielleicht auch schon ein kleiner... Kumpelnest 3000, da will ich mal ein Geburtstag feiern, glaube ich. Oder Firmenfeier, Weihnachtsfeier ist das super. Ist eine Lokalität in Berlin, wo vorzugsweise Schlager gespielt wird. Und da habe ich den Echo Fresh getroffen und masterlieb. So down to earth, so neugierig und lustig. Also wie ein kleiner Bub. Also, was machen wir jetzt? Und ja, super, ja, cool, ja, was machen wir? Und dann habe ich Karaoke gesungen mit ihm. Das wird die Marianne nicht. The Marianne is not a Karaoke singer. She should not be. Und Echo hat dann mit mir Karaoke gesungen. Das war echt mein Moment. Das wollte ich. Right now. Oh. Ja. Dein Ernst, ja? Das ist mein Ernst. Okay. Er gehört zu mir, wie mein Name an der Tür. Das glaube ich jetzt nicht. Und ich weiß, er bleibt hier. Das glaube ich jetzt nicht. Unseren ersten Tag. Echo Fresh kennt diesen Song und singt ihn. Echo war total on it und war natürlich zu Recht extrem ehrfürchtig, ob seiner Kandidatin, die ihm gegenüberstehen wird. Genau, dann habe ich Echo im Studio besucht. Das war auch cool, natürlich wieder mit Bombenstimmung, as usual. Ich habe mir erstmal die Mucke von Marianne angehört und das ist so ein bisschen out of our range so. Deswegen habe ich einen Freund von mir angerufen, Harry von der Band Brinks. Die sind hier in Köln, die machen hier, weiß nicht, so Folk, Pop und Karnevalsmucke. Und der hat uns ein bisschen ein paar Instrumente eingespielt. Okay. Weil Hip-Hop ist eher so Loop-mäßig, Loop-lastig. Ja, ja, ja. Aber ich wollte ja die Mucke von Marianne ehren, sozusagen. Mein Highlight war, dass ich ihm ein bisschen das Singen beibringen konnte. Ich habe übrigens noch kein professionelles Feedback von meinen Vocal-Coach-CoachInnen bekommen. Vielleicht habe ich einen voll Scheiß geredet. Aber der Echo hat sich zumindest getraut, ein bisschen mehr Gas zu geben. Und das ist ja wohl das, was wir dann alle wollen. Ja, und da war ich schon ziemlich impressed. Hat sich auch Hilfe geholt von SchlagerinterpretInnen. Ah. Yes. Das ist so ein bisschen, das ist so ein gesunder Sitz, mit dem du Kraft simulieren kannst. Ja. Da, da. Ja, mach mal. Da, da. Da, da. Excuse me, was war das denn jetzt? Also wir haben ja Behind-the-Scenes-Material geschossen, which you can see on wursttv.com. Und da sieht man auch, dass es nicht alles schafft es in die Sendung. Not everything is making the cut, the final cut. Und da waren ein paar Szenen, glaube ich, die haben es dann nicht in die Show geschafft. Wieder ein Learning. Bei der zweiten Episode haben wir diese Szene gar nicht mehr gebraucht, weil wir gewusst haben. Es erzählt nicht mehr viel Neues. Und ja, ich glaube, wir haben eh relativ viel Behind-the-Scenes mitgenommen. Ich darf bei jedem Finale einen eigenen Song präsentieren. Das taugt mir natürlich auch extrem. Einen wunderschönen guten Abend.
Es freut mich, dass ihr alle gekommen seid. Das Finale war extrem cool. Ich liebe ja Showdate. Ist mein most favorite day, weil dann gibt es einfach kein Zurück mehr. Wobei das jetzt natürlich nicht live ist. Du hast nicht nur eine Möglichkeit, das irgendwie. Du hast nicht nur eine Möglichkeit abzuliefern, sondern mehrere. Bisher ist das Feedback meistens aus der Redaktion bzw. vom Sender. Am lustigsten bin ich, wenn es um nichts geht. Also so zwischendrin, wenn ich Pausen überbrücken muss, weil umgebaut wird. Da wird immer gesagt, da bin ich am lustigsten. Ja, was auch immer das heißt. Die Performances sind geil. Ich finde es auch immer super, dass vorher der Track im Original performt wird und dann in der neuen Fassung, damit man irgendwie auch alle abholt. Zum Beispiel mach ich schon, seit ich schwitze mit meinem Bieder, dass die Leute denken, dass wir dieser Türke jetzt schon wieder, denn egal wie viel da nennt, auch in mir ruht, ich werd hauptsächlich gebucht, wenn man einen Ausländer sucht, man, ich check's nicht, egal wie sie am Start, doch Reck ist, die Gesellschaft bin ich nicht, sondern Nase, Neck ist ver- hey. Wenn die Show dann abgedreht ist, man versucht sie natürlich in einem Stück zu drehen, weil es ist fürs Publikum ja auch weird, wenn du dann auch so oft ansetzen musst. Ein paar Mal ist es der Fall, weil es im Fernsehen ist und nicht live. Aber sonst rennt es eigentlich in einer Rutschen durch und es ist halt immer nach einer Show, hat man halt immer Adrenalin und alle sind einfach happy, wie es geklappt hat. Und Oleg freut sich aufs Bier und es ist wirklich. Ja, es ist immer nice, irgendwie eine Episode abzuschließen, weil es ist in sich immer wieder ein neues Abenteuer und es war ein bisschen eine neue Energy natürlich, weil es dann immer zwei verschiedene Personen dabei, die andere Dinge zu besprechen haben. Und es ist dann cool, wenn sie das dann durch die ganze Crew zieht und alle an einem Strang ziehen. Und ja, wir haben eine Gaude. Hallo mein Freund, wir sind älter, aber weiser sind wir nicht. Die Träume sind immer die gleichen, auch mit Falten im Gesicht. Wenige Jahre später stehen wir hier und schauen uns an. Immer noch willst du mein Freund sein, ich seh den Mann. Hallo mein Freund, wir sind älter, aber weiser sind wir nicht. Auch mit Falten im Gesicht. Hallo mein Freund, was sie sagen, hat dein Stolz so schwer verletzt. Weißt du noch, du, was du willst, ist das einzige Gesetz. Chabu, was ist nur mit uns passiert? Zeit fliegt, jeder liebt, jeder lebt im Moment. Chabu, weißt du nicht, wohin das führt? Ein Tag, fünf und Schlag, 50 Jahre verpennt. Sie nennen uns die Best Ager. Du altest nicht, verrätst dich nicht, Pokerface, Nervengift. Man nimmt diese Performances meistens mindestens zweimal auf, aus diversesten Gründen. Zum einen, weil natürlich ein Take besser sein kann als der andere. Gerade wir sind jetzt keine Riesenproduktion, das heißt, wir haben nicht zig Kameras. Das heißt, wenn man dasselbe quasi mehrmal macht, dann kann man die Kameraposition verändern und dadurch gibt es noch mehr Dynamik und noch mehr Bildvarianz. Dann kann man sich auf die bessere Tonspur, gerade beim Gesang ist das natürlich relevant, irgendwie entscheiden, die im Nachhinein dann auch noch ein bisschen putzt wird. Und das sind halt die Vorzüge, wenn es nicht live ist, sondern wenn es halt irgendwie im Nachhinein dann noch geschnitten wird. Yes.